Guten Abend, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen. Wir freuen uns, dass wir Sie einladen konnten zu einem deutsch-französischen Gespräch. Chers Pour notre participants, nous vous souhaitons la bienvenue. Nous nous félicitons du fait que vous soyez inscrits pour participer à cet échange franco-allemand. Et en même temps, nous regrettons que nous n'avons pas réussi à d'avoir un deuxième canal qui soit en français direct. Alors, nous regrettons que techniquement, nous n'avons pas réussi. Et je sais que quelques-uns depuis la France nous suivent. Und wir nehmen das Thema der Landwirtschaft auf, die in einer Weise nachhaltig wirken will. Agriculture régénératrice des sols. Eine Landwirtschaft, die bodenerhaltend und bodenregenerierend arbeitet. Das ist unser Thema. Und zu diesem Thema freue ich mich ganz besonders, dass wir den Abgeordneten im Europaparlament und den Vorsitzenden des Agrarausschusses des Europaparlaments, Norbert Linz, bei uns haben. Hier in Mengen, in der Nähe von Sigmaringen, da sind Sie auch zu Hause. Aber alle anderen, wie jetzt schon zu merken ist, an der Schwierigkeit mit den Übertragungen und der Datenrate, sitzen nicht hier bei uns im Studio, sondern wie gesagt in Südfrankreich, François Stück, nördlich von Paris, Alfred Gessler und Brunhilde Reiser, die mit mir diesen Abend moderiert. Sie ist in Frankfurt zugeschaltet. Und jetzt sehen wir dich auch wieder, Brunhilde, dann kannst du übernehmen. Ich habe jetzt schon mal alle vorgestellt, ganz kurz mit Namen, Wunderbar. und dann kannst du wieder einsteigen. Wir sind sehr froh, dass wir heute Abend Sie alle als Mitakteure am den Bildschirmen haben. Wir sind sehr froh, dass wir Norbert Linz, den Europaabgeordneten und den Vorsitzenden des Landwirtschafts- und Agrarausschusses des EU-Parlaments bei uns zu Gast haben. Wir sind sehr froh über unsere Dolmetscherin Frau Rieger, die Sie nicht sehen, aber die für uns sehr, sehr wichtig ist. Und wir sind sehr froh, dass wir den Regisseur François Stück und den Agronom Alfred Gassler ebenfalls zu Gast haben. Frau Rieger, bitte übersetzen. Nous souhaitons la bienvenue à tous les participants et nous nous félicitons de cette possibilité d'avoir réuni ici en ligne plusieurs personnes qui sont assez loin l'une de l'autre. Il y a Monsieur Stuck qui est dans le midi de la France, Monsieur Gessler au nord de Paris, Madame Reiser qui se trouve à Francfort et toutes les personnes qui se sont inscrites pour participer à cet échange franco-allemand sur l'agriculture régénératrice des sols. Wir haben Sie dazu eingeladen, dass wir uns miteinander Gedanken machen, was bodenerhaltende Landwirtschaft bedeutet, was wir als Deutsche und Franzosen, als Deutsch und Französinnen voneinander lernen können, was die einen vielleicht schon tun, die anderen aus einem Grund wieder aufgegeben haben oder wie auch immer, und was das Ganze in den Kontext des Agrararbeitens der EU bedeutet, wie das eingegliedert ist, ob das vertraut ist, was das auch mit den neuen Entscheidungen der letzten Tage eventuell in Verbindung bringt. Frau Rieger? Alors, notre thème, c'est l'agriculture régénératrice des sols et le but de l'exercice, c'est de voir si nous pouvons tirer des leçons mutuellement, de voir ce qui se pratique déjà dans l'un ou l'autre pays ou ce qui a déjà été probablement abandonné et également de mettre tout cela dans un contexte européen, de voir aussi s'il y a un lien avec les décisions toutes récentes qui ont été prises. Als kirchliche Einrichtungen ist es uns wichtig, uns Gedanken zu machen mit allen Verantwortlichen, wie der Zukunft der Boden bereitet werden kann und auch muss, und darüber auch miteinander strittige Fragen anzugehen. Und diesem Ziel soll die nächste Stunde dienen.
En tant qu'institution de l'Église protestante, nous attachons une grande valeur à avoir un échange avec tous les responsables dans le domaine de la préparation de l'avenir et également d'avoir des débats controverses. Et c'est ça, justement, le but de cette réunion virtuelle sur 1 heure. Bevor wir nachher als Eingang für das Gespräch den Ausschnitt bzw. den Trailer des Films sehen werden, den wir ja angekündigt haben, möchten wir zunächst einmal mit Herrn Linz kurz auf die aktuellen Beschlüsse in Brüssel eingehen. Es wurde ja der mehrjährige Finanzrahmen festgelegt und das Hilfspaket. Das Parlament muss oder musste dem bereits zustimmen. Aber die Frage, die uns heute umtreibt, ist, gibt es da auch direkte oder indirekte Auswirkungen auf die gemeinsame Landwirtschaft in der EU? Das wäre die erste Frage an Herrn Linz. Und danach gehen wir zu Herrn Stück. Bitte erst übersetzen, Frau Rieger. On vient d'adopter un plan de sauvetage à Bruxelles qui est étalé sur plusieurs années et il a déjà été approuvé par le Parlement. Et nous sommes intéressés de savoir s'il y a des répercussions de ce plan de sauvetage sur l'agriculture européenne. Nous espérons que M. Linz pourra nous renseigner là-dessus. Et ensuite, nous allons donner la parole à M. Stuck. Danke. Herr Linz, wenn Sie auch bitte kurze Abschnitte machen, dass Frau Rieger übersetzen kann. Und nun bitte ich Sie um eine kurze Antwort auf die Frage. Ja, vielen herzlichen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Ich glaube, die Entscheidung jetzt des Rates am Wochenende, gerade im Hinblick auf die gemeinsame Agrarpolitik, war sehr wichtig, weil wir jetzt wissen, was an Finanzmitteln da sind, sowohl in der ersten Säule der Agrarpolitik als auch in der ländlichen Entwicklung in der zweiten Säule für die Jahre 2021 bis 2027. Alors, maintenant, le Conseil a adopté ce programme, ce plan de sauvetage, et nous savons maintenant surtout ce qui est prévu comme fonds pour le premier volet et également pour le deuxième volet pour les années 21, 22 jusqu'à 26, 27. Wir wissen auch jetzt, dass die gleichen Mittel wie in den Jahren 2014 bis 2020 wieder vorhanden sein werden. Das gilt sowohl für die erste als auch die zweite Säule. Aber es ist jetzt nur ein Schritt der Wegstrecke gegangen. Jetzt geht es in den nächsten Wochen und Monaten bis zur Positionierung von Rat und Parlament um die Entscheidungen in den Inhalten, wie es weitergehen soll mit der Agrarpolitik. Nous savons maintenant qu'on a prévu les mêmes fonds, la même dotation en fonds comme pour les années 14 à 2000. Et ça, cela vaut pour le premier volet ainsi que pour le deuxième. Mais ceci n'a été que le premier pas. Et maintenant, il s'agit de définir, de préciser les contenus de ces volets, de ces 10 enveloppes budgétaires. Also die Entscheidungen über die Frage, wie viel für Umwelt- und Klimaschutz, wie viel zum Beispiel für die Direktzahlungen dann da sein werden, wie viel Geld zwischen der ersten und der zweiten Säule verschoben werden kann, gerade auch im Hinblick auf Umwelt- und Klimaschutz, wie die sogenannte grüne Architektur dann am Ende aussehen wird. Alle diese Entscheidungen sind noch nicht gefallen, jetzt am Wochenende, und das wird Gegenstand der Verhandlungen sowohl im Europäischen Parlament sein als auch im Agrarministerrat und dann in den Endverhandlungen, den sogenannten Trilogverhandlungen zwischen den Institutionen, die wir dann ab Anfang November planen. Frau Rieger, bitte. Ja.
Les décisions de savoir quels montants seront prévus pour la protection de l'environnement ou du climat et quels montants sont prévus comme paiement d'aide de soutien direct et dans quelle mesure il sera possible de puiser dans l'un des volets pour doter un peu plus l'autre volet. Ceci n'a pas encore été décidé. Il faudra encore voir ce qui sera fait en matière d'architecture verte. Ces décisions restent à être prises. Et puis, il faudra voir au sein du Parlement européen et également dans la réunion des ministres de l'agriculture, et ceci sera prévu, la décision sera prise après les débats du mois de novembre. Glauben Sie, Herr Linz, dass es schwieriger oder einfacher wird, Umweltschutzfragen, Umweltfragen überhaupt, ökologische Fragen im weitesten Sinn zu verankern? Haben da die Monate vor der Corona-Krise, wo das ja ganz im Bewusstsein war, positiv dazu beigetragen? Hat die Corona-Pandemie einen Rückschlag bedeutet? Wie ist die Stimmung? Marika, Nein. erst bitte. Monsieur Linz, pensez-vous qu'il sera plus difficile ou plus facile de tenir compte de questions de protection de l'environnement ou de l'écologie maintenant dans ce plan de sauvetage? Pensez-vous que la crise sanitaire du Covid ait contribué à sensibiliser davantage sur ces questions ou s'il y a Vous pensez-vous il n'y avait pas d'effet sensible? Es hat davor, also vor Corona, wie danach, ein großes Bewusstsein gegeben, was die Landwirtschaft tut und auch noch stärker tun kann für Biodiversität und auch für mehr Klimaschutz. Corona hat uns aber auch gezeigt, dass auch das Thema Ernährungssicherheit und Selbstversorgungsgrad der Versorgung der Bevölkerung in Europa mit heimischen Lebensmitteln natürlich wieder auf die Agenda gekommen ist. Also am Ende müssen wir eine Balance finden zwischen all den Themen, das ist ein Spannungsfeld und ich bin optimistisch, dass uns das gelingt. Vielen Dank. Albrecht, ich gebe jetzt an dich weiter Richtung Film, nehme ich an. Ja, wir sind, vielen Dank, Herr Linz, für diesen Schlusssatz. Der wird ganz ähnlich nachher zu sehen sein in unserer Zusammenfassung. Einer der Kollegen aus der Landwirtschaft, der interviewt wird, wird auch im Trailer, genau mit diesem Satz zitiert. Ich freue mich, dass wir mit François Stück diesen Impuls von ihm bekommen haben, jetzt eben diese deutsch-französische Brücke zu schlagen. Er hat in einem Jahr, über ein Jahr lang, die Landwirte dort in Südfrankreich begleitet und interviewt. Und mit diesem Film ist er jetzt 2 Jahre lang gereist durch Frankreich und hat an vielen Städten ein ganz großes Echo gefunden. Der Bevölkerung, bis hin aber dann auch bis zum Parlament in Paris, in der Nationalversammlung, wurde der Film gezeigt als, man könnte sagen, Fortbildung für die Abgeordneten, um eine Wende in der Agrarpolitik auch mit zu befördern. Das ist sein Ziel. François, tu as fait une tournée pendant 2 années, presque à travers la France, et tu as eu un écho important. Les gens sont venus écouter les témoignages des agriculteurs que tu as interviewés. Und nun haben wir eben versucht, mit Ehrenamtlichen und sind fast auch zu Ende schon mit dieser Übersetzungsarbeit, das zu übersetzen und aufzunehmen und einzusprechen. Und wir werden diesen Film in Wangen im Allgäu als deutsche Erstaufführung Ende September zeigen. Jetzt denke ich, können wir einfach mal diese Kurzfassung, der Film selber geht 70 Minuten, das ist also ganz ordentlicher Kinofilm, 5 Minuten davon haben wir vorbereitet und Herr Schauer, unser Techniker, wird uns jetzt den Film mal einspielen. Vielen Dank. Ça bleu argileux, mais c'est pas l'argile prédominant. Il y en a d'argile, tu vois. Voilà, et si tu arrives à faire le boudin, tu es sur des concentrations d'argile qui sont autour de 20, et Michel, et après le c'est bon, boudin, si tu j'explique. arrives à le Je peux faire un anneau avec, là, ça veut dire qu'il y en a beaucoup.
C'est certainement la première fois dans es ist sicherlich das erste Mal in der Menschheitsgeschichte, dass wir ein Szenario für die Regeneration des Bodens entwickeln, während wir bisher den Boden bis zur Erschöpfung der Ressourcen ausbeuteten. Die Ausbeutung war unterschiedlich stark, entsprechend der klimatischen und technischen Voraussetzungen. Aber wir waren in der Logik der Ausbeutung. Und hier hat es einen kleinen Regenwurm. Es gibt drei Arten von Würmern. Die dicken, die die großen Röhren machen, die hinauf und hinab führen. Die, die an der Oberfläche bleiben. Und die, die ungefähr 15 cm darunter bleiben. Die Namen fallen mir nicht ein. Das muss ich erst einmal nachschauen. Alle verarbeiten organisches Material. Früher war für mich Erde eben Erde. Heute weiß ich, dass die Erde ein ganzer Lebensraum ist. Manche vergleichen es mit dem Pansen eines Tieres. Das stimmt auch in gewissem Sinne. Man muss eben verschiedene Gleichgewichte berücksichtigen. Das Ziel der nachhaltigen Landwirtschaft besteht darin, die drei Säulen der nachhaltigen Entwicklung zu bewahren, nämlich von Wirtschaft, Sozialem und Umwelt, und sie in einem Gleichgewicht zu halten. Es geht dabei wirklich um ein Gleichgewicht. On se situe au niveau de l'agroécologie dans un système de reconception. Im Bereich der Agrarökologie sind im Augenblick viele Dinge im Fluss. Die Ökosysteme des Erdreichs müssen verbessert und besser genutzt werden. Les écosystèmes du sol. D'un point de vue écologique, c'est une agriculture qui est très vertueuse et qui est durable. Es ist eine tugendhafte und nachhaltige Landwirtschaft. Man regeneriert den Boden und die Richtung wird umgekehrt. Statt dem Boden immer mehr Schaden zuzufügen, wird er wieder mehr ins Zentrum des Systems zurückgebracht. Man sieht den Boden wieder als etwas Lebendes an. Je lebendiger der Boden ist, desto mehr kann er auch produzieren. Als wir diese Richtung angestrebt haben, war es mehr aus wirtschaftlichen Gründen und wegen der Bodenerosion. Der ganze Umweltaspekt kam erst später dazu, als uns vieles klar wurde und wir auf diesem Bereich Fortschritte gemacht haben. Die bodenbewahrende Landwirtschaft ist keine Theorie, sie ist aber auch keine reine Technik. Wir betrachten es als ein landwirtschaftliches System, das überzeugt und umfassend ist, weil es Ergebnisse liefert. Es ist mir immer durch den Kopf gegangen, dass wir die Landwirtschaft weitestgehend mit der Umwelt versöhnen könnten. Und als ich erkannt habe, dass die Direktsaat in die Bodenbedeckung möglich ist, war es völlig klar. Heute achten wir mehr auf den Boden, versuchen zu verstehen, wie alles funktioniert und wir finden wundervolle Sachen. Wenn man mal angefangen hat, bekommt man immer mehr Geschmack daran und erkennt, dass die Natur so reich ist und viel besser funktioniert als wir. Wir sind dabei, wirklich eine Landwirtschaft der Bodenregeneration zu betreiben. Wir sind damit über die Idee der Bodenbewahrung hinausgegangen. Die Böden werden regeneriert, sie werden besser, aber auch erneuert in Bezug auf die Umwelt und auch erneuert in Bezug auf die Landwirte. Die Aufgaben des Landwirts haben sich völlig verändert. Sie sind jetzt viel unabhängiger in ihren Entscheidungen. Sie vernetzen sich mit Kollegen, profitieren von wissenschaftlichen Erkenntnissen. Mit dieser Landwirtschaft rückt die Agrarwissenschaft wieder ins Zentrum der Arbeit auf dem Hof. Ich habe begriffen, dass ein gesunder Boden auch für gesunde Pflanzen sorgt und dann auch die Tiere gesund sind. Warum ist denn die Veränderung in dieser Landwirtschaft so schwierig? Weil es keine Evolution ist, sondern eine wahre Revolution. Es ist eine große Veränderung der Paradigmen, zum einen in der Art, wie man produziert, zum anderen in der Art, wie man die Landwirtschaft versteht. Auf jeden Fall ist heute durch die Wissenschaft und durch die Forschung klar erwiesen, dass der bodenerhaltende Anbau funktioniert. Wie gesagt, herzliche Einladung dann bei drei Vorführungen Ende September
und anschließenden Diskussionsrunden mit François Stück und anderen Akteuren, die wir noch einladen im Moment in Wangen im Allgäu, in Tübingen und in Nürtingen, dann dabei zu sein und den ganzen Film zu sehen. Die Elemente sind, die hier vorgestellt werden, ein ganzer Mix aus Methoden, so fasse ich es als landwirtschaftlicher Laie jetzt mal zusammen, ein Mix aus Methoden und Ansätzen, dass es um Nachhaltigkeit geht bezüglich des Bodens, die Bodenerosion zu stoppen, den Humusaufbau, aber auch soziale Beziehungen neu aufzubauen. Dass es darum geht, dass die Landwirte sich gegenseitig unterstützen, beraten, qualifizieren, um dann in ihrer Region, in den klimatischen Verhältnissen ihrer Region entsprechend die Methoden zu verfeinern und immer natürlich zu produzieren, Nahrungsmittel. Das ist das Ziel. Ich freue mich jetzt auf das Gespräch. Sie haben, Herr Linz, jetzt leider nur die Zusammenfassung der Zusammenfassung hören können. Technische Gründe haben das leider so ergeben. Wir wollten natürlich das, wie die Brunhilde Reiser in ihrer vorigen Frage ja gesagt hat, natürlich mit Ihnen diskutieren. Sehen Sie denn Möglichkeiten, dass hier ein Austausch auch zwischen nicht nur französischen und deutschen Landwirten, da eventuell auch einen Schub bringt in der Entwicklung dieser Methoden, die ja vielleicht mit diesem Stichwort noch unter der Überschrift von Agrarökologie gefasst werden können. Sehen Sie da eine Möglichkeit, dass ein europäischer Austausch hier uns voranbringt? Selbstverständlich, also europäischer Austausch. Ich übersetze noch für ein Herrnstück. Danke. Monsieur Linz, malheureusement pour des raisons techniques, vous n'avez pu entendre que le résumé du résumé, donc parce qu'il y avait des problèmes techniques pour visionner la bande annonce. Ma question, c'est est-ce que vous voyez une possibilité d'un échange entre la France et l'Allemagne, les agriculteurs français et allemands, et qu'un tel échange pourrait faire avancer ces méthodes culturales et pensez-vous qu'il pourrait même résulter en un échange au niveau européen? Helen, bitte. Ja, nein, also ein Austausch über die Mitgliedstaaten hinweg, jetzt in diesem Fall deutsch-französisch, aber auch auf der europäischen Ebene, den Anstoß für einen Austausch auf der europäischen Ebene, den begrüße ich sehr. Ich darf auch sagen, dass der auch schon Jahre stattfindet über verschiedene Methoden der Agrarökologie. Und Landwirtschaft ist sehr komplex, ne? Da kann ich auch nicht zum Ergebnis kommen, meiner Meinung nach. Ne? Das ist jetzt die eine richtige Methode. Ich habe nasse Regionen, also Regionen mit viel Niederschlag. Ich habe verschiedenste Böden, ich habe sandige Böden, ich habe lehmige Böden, ich habe Böden mit viel Humusgehalt schon grundsätzlich, ich habe Böden mit weniger Humusgehalt. Ne? All das muss ich berücksichtigen, aber genau ein Austausch darüber, was kann man übernehmen, ja? Und was ist vielleicht für die eine Region das Richtige, für die andere aber das Falsche, ne? Genau das kann ja zu richtigen Ergebnissen oder zu gewinnbringenden Ergebnissen führen. Est-ce que ça a une réponse? Oui, un tel échange, je l'appelle de mes souhaits d'ailleurs, hein? Pas seulement entre la France et l'Allemagne, mais au niveau européen. Et ça, c'est l'écologie agricole qu'il faudrait revoir. Il ne s'agit pas de trouver la seule et unique méthode correcte de cultiver les sols de façon durable, parce qu'il y a des régions tellement variées en termes de la météo, du climat et de la qualité des sols. Il y a des sols plus ou moins fertiles. Tout ça, il y a beaucoup de différences. Et l'échange entre les agricultures au niveau de la région est très important pour cette raison. Mais n'empêche qu'il y a aussi, qu'il faut absolument un échange au niveau de l'ensemble de l'Europe. Ich gebe vielleicht anfügen, selbst auf unserem eigenen Betrieb, der nur 11 Hektar umfasst haben, hatten wir
nassere Äcker und trockene und haben selbst auf unserem eigenen Betrieb verschiedene Bearbeitungsmethoden, also stärker den Pflug oder weniger stark den Pflug benutzend eingesetzt. Und das ist wichtig, ne, dass man das nicht außen vor lässt in den Diskussionen sozusagen. Einen Ansatz One Size Fits All, den gibt es aus meiner Sicht in der Landwirtschaft schon gar nicht. Also das würde natürlich dafür sprechen, dass die kleinteiligeren Betriebe gestärkt werden müssen, eventuell auch noch stärker als bisher. Und natürlich mein Bild, bevor ich mich jetzt über den Film mit der Thematik befasst habe, das kann ich ja noch kurz sagen, war natürlich die Champagne in Frankreich mit endlos bis zum Horizont und noch drüber rausreichenden Feldern, Weizen und anderen große Anbausorten, ja, die da sind. Und in Südfrankreich jetzt unsere Filmgesprächspartner, die sind für unsere württembergisch-oberschwäbischen Gebiete auch ganz ordentlich mit 100 Hektar ungefähr, ja. Aber das sind dann doch deutlich kleinere Betriebe. Und da wäre natürlich möglicherweise ja auch ein Anknüpfungspunkt zu fragen, wie können kleinteiligere Strukturen gestärkt werden, eventuell auch durch diesen Austausch, der da stattfindet. Alors, François, François, on a donc trouvé que en fait, il faut adapter à la situation régionale et même à l'intérieur d'une seule exploitation, on ne peut pas utiliser les mêmes méthodes. Alors, tu nous as suivis grâce à Madame Rieger. Maintenant, je te passe la parole et j'aimerais bien avoir ta réaction à ce que Monsieur Linz vient de nous dire, l'encouragement que nous venons d'entendre. Wir haben jetzt diese Ermutigung von Herrn Linz gehört und ich frage jetzt François Stück, was ist deine Reaktion jetzt auf diese Ermutigung, die wir von Herrn Linz gehört haben? Bonjour à tous. En fait, ce que dit M. Linz, c'est bien le cœur du problème. Quand j'ai fait ce documentaire, Bienvenue vers de terre, c'est avant tout parce que je voulais mettre en valeur la parole d'agriculteurs qui ont mis au point une solution. Et en fait, parce que ce sont des gens qui sont rentrés dans une démarche de réconciliation. Ils ont dit à un moment donné, on ne peut plus faire. Il faut absolument qu'on change. Et le fondement de la démarche, la réconciliation avec la terre et avec ce qu'ils font eux dans leur métier. Ça, c'est le premier point. Ensuite, ça veut dire que c'est des gens qui trouvent par leur pratique quotidienne des possibles. Il existe des solutions et qu'en plus, ces solutions existent depuis des dizaines d'années. En France, ça fait plus de 40 ans que ça existe. Dans le monde, ça fait plus de 100 ans que cette agriculture est partout. Et pratiquer, quels que soient les climats, quels que soient les terrains, quels que soient les cultures. Donc, ça veut dire que dans ce monde, et au-delà de l'agriculture de conservation des sols, dans le monde de l'agroécologie, il existe effectivement des agriculteurs qui ont mis au point un tas de solutions qui répondent, par exemple, spécifiquement pour le maraîchage, on va avoir des solutions. Pour les grandes cultures, on a deux solutions. Mais ce qui compte, c'est de rentrer dans cette idée qu'on peut faire une agriculture durable qui n'est pas fondée sur l'épuisement des ressources, mais qui est bien fondée sur la régénération des ressources. François, please, s'il vous plaît, stop pour Ingrid. Ingrid Rieger, bitte. Ja, das war es nicht so ganz gut zu verstehen. Also, aber soweit ich mit, was ich hören konnte, kann ich wiedergeben. Das war jetzt genau der Kern des Problems, was Herr Linz angesprochen hat. Und der Film zeigt ja auch, wie die Landwirte, die da zu Wort kommen, bestrebt sind, die Erhaltung der Böden und ihre eigene Arbeitsweise in einen Einklang zu bringen. Und es gibt natürlich unterschiedliche Betriebe und darauf wird ja auch in dem Film eingegangen. Es ist was anderes, ob man Gemüseanbau betreibt oder irgendeinen Großbetrieb hat. Aber darauf kann man auch diese Art der bodenerhaltenden Landwirtschaft
anpassen. Das ist ganz egal, welche Anbauweise man betreibt, denn dieses Prinzip, das gilt im Grundsatz für alle. François, vous voulez dire encore? Oui. Alors, ce changement de position, il repose sur le fait que l'homme se repositionne par rapport au vivant, par rapport à la biodiversité, et il se réintègre, c'est-à-dire il se réconcilie avec la nature, il n'est plus une agriculture contre, mais il va faire une agriculture avec. Ça, c'est grand principe général. Ça implique à la fois que l'homme se repositionne, ça aussi, ça interroge et interpelle nos modèles économiques. Sommes-nous capables d'adapter les modèles économiques à l'indispensable réponse aux défis qu'on a à faire par rapport à l'environnement? Ensuite, ça interpelle le politique, parce que c'est le politique qui peut prendre les décisions collectives, et ça implique les citoyens, parce que c'est eux qui peuvent porter et qui peuvent aider par leur prise de conscience à vivre ces choix qui sont bénéfiques. Ensuite, je ne sais pas si Alfred Gessler peut parler, parce que je pense qu'en tant qu'agriculteur, là aussi, évidemment, il faut en parler. Madame Rieger? Ja, diese Änderung der Einstellung ist vor allem wichtig, dass man wieder das Lebende sieht und die Biodiversität stärkt. Das ist eine Landwirtschaft nicht gegen die Natur, sondern mit der Natur. Das ist das Grundprinzip in dem allem. Und da müssen wir natürlich auch unsere Wirtschaftsmodelle entsprechend anpassen. Das sind auch Herausforderungen im Blick auf die Umwelt. Und auch der Bürger muss das unterstützen durch die ganz persönliche Wahl, die er immer wieder trifft. Ich denke, es wäre gut, wenn Herr Gessler, der ja selbst auch Landwirt ist, jetzt uns noch dazu einiges sagen könnte. Es ist gut, danke. Herr Linz, möchten Sie sofort darauf reagieren oder sollen wir erst Herrn Gessler dazu nehmen? Herr Gessler, bitte. Und wir lassen ihn mal auf Deutsch sprechen und brauchen ihn jetzt höchstens in Zusammenfassung übersetzen. Ja. Herr Gessler, bitte. Ja, danke. Also es geht darum, es ist ein komplettes anderes System. Es ist ein System, wo in Südamerika schon lange gemacht wird. In Frankreich wurde vor 25 Jahren davon angefangen, in Deutschland vielleicht vor 10 Jahren. In Frankreich werden heute nach dem Direktsaatprinzip, also Direktsaat mit Zwischenfrüchten, es gibt keine Boden, also die drei Prinzipien, ich weiß nicht, inwieweit es vorher bei dem Film rübergekommen ist, die drei Piliers oder die drei Grundprinzipien sind keine Bodenbearbeitung, Zwischenfrüchte und Fruchtfolge. Außer bei industriellen Früchten wie Zuckerrüben und Kartoffeln wird normalerweise keine Bodenbearbeitung gemacht. Und der Boden wird bearbeitet durch die Pflanzen. Der Boden wird ernährt, jeder weiß, der Boden lebt, aber mit irgendwelchen Bodenbearbeitungsgeräten kann man das Leben irgendwo nicht füttern. Also wenn ich die Bodenbiologie unterhalten oder erhalten möchte, wenn ich die Erosion vermindern möchte, wenn ich den Carbonausstoß vermindern möchte, muss die Bodenbearbeitung wegfallen. Und jeder weiß, wenn der Boden nicht bedeckt wird, macht der Boden zu. Also er setzt sich ab und deshalb müssen ständig irgendwelche Pflanzen oder Mischungen von Pflanzen ausgesät werden und es sind die Pflanzen, wo den Boden beschützen, wo Erosion vermindern, wo den Bodenzusammenfluss oder die Bodenverfestigung, wo da dagegen machen, sind die Pflanzen. Und das ist ein ganz anderes System und Ihre Frage oder Ihre Anhalt von vorher, Herr Linz, dass die Verhältnisse anders sind, ja, das stimmt. Aber das Grundprinzip von Direktsaat mit Zwischenfrüchte kann überall angewendet werden. Wie das anschließend direkt auf dem Betrieb dann aussieht, ist normal, dass Veränderungen oder dass das angepasst werden muss. Aber die Grundüberlegung, den Boden
zu ernähren durch lebende Pflanzen, nicht nur durch irgendwelche Kompostgaben oder Mischgaben oder Düngergaben, egal in was für eine Form, sondern den Boden ernähren durch lebende Pflanze. Das ist wirklich der wichtigste Pfeiler und dann die Fruchtfolge. Also keine Monokultur, sondern eine Abwechslung, eine logische Folgerung von Früchten oder von Pflanzen. Jetzt machen wir eine kurze Zusammenfassung für François, aber eine kurze bitte, Albrecht. Je pense pas que ce soit nécessaire, François, tu connais l'argumentation de... Ah non, c'est bon. Oui. Harlins kann gleich antworten. Ja. Ich glaube, der Herr Gessler hat das zunächst mal richtig beschrieben, dass es natürlich nicht nur um eine Methode geht, jetzt die Direktsaat, sondern wir haben verschiedene Dinge. Ne? Die schonende Bodenbearbeitung, vielfältige Fruchtfolge ist genannt worden. Aus meiner Sicht aber auch durchaus Einsatz von hochwertigem Kompost. Auch da glaube ich aus meiner Kenntnis heraus, dass es eben auch Unterschiede zwischen der konventionellen und der Biolandwirtschaft eben gibt. Zum Beispiel in der konventionellen, wo ich natürlich dann auch mit Herbiziden natürlich arbeiten kann und wo ich auch aus der Biolandwirtschaft manches auch ernüchterndes Ergebnis dann im Bereich der Direktsaat schon mir mitgeteilt worden ist. Darum bleibe ich bei meiner Auffassung, ne, dass es sozusagen kein One-Size-Fits-All-System gibt. Aber wir haben auf der europäischen Ebene erkannt, dass das alles Möglichkeiten sind, um Boden zu verbessern, Bodenleben zu verbessern. Und da gibt es ein Instrument, das die Europäische Kommission vorgeschlagen hat, und das sind die sogenannten Eco-Schemes, also Ökologisierungsmaßnahmen, ne? Und genau die von Ihnen genannten Dinge können am Ende ein Eco-Scheme sein, wenn es nach mir geht, auch auf der europäischen Ebene dann festgelegt, ne, um Landwirten Anreize zu geben, neue Methoden dann auch zu prüfen, neue Methoden auszuprobieren und entsprechend, ne, dafür auch Geld zu bekommen. Das heißt, wir hätten damit da eine diesen ich nenne es jetzt wieder den Mix, ja, der in der Agrarökologie entwickelt wird, so wie es der Herr Gessler uns geschrieben erklärt hat, ja, wäre tatsächlich dann auch unter so einem Eco-Scheme zu fassen, das dann wiederum diese Förderung für nachhaltiges Landwirtschaft bewirtschaften bekommen würde. So verstehe ich das richtig, ja. Genau. Ja. Mhm. Verstehe ich das richtig, dass es zwar in einigen Ländern durchaus, Herr Linz, das ist eine Frage an Sie, aber auch an die Fachleute, die vor Ort sind, in Frankreich jetzt, dass es zwar in einigen Ländern bekannt ist, diese bodenerhaltende Landwirtschaft, auch das, was man unter anderem als Direktsaat versteht. Ich kenne es, wie gesagt, seit bestimmt 25 Jahren in der Tat aus Südamerika. Ich kenne, das sage ich jetzt mal an Alfred Gassler, ich kenne Rolf Derbsch, den Sie damit wahrscheinlich auch in Verbindung bringen. Aber für mich ist die Frage, das ist ja auch aus dem Film ein bisschen deutlich geworden, wenn das ein brauchbarer Ansatz, eine brauchbare Art des Bewirtschaftens ist, warum greift es nicht stärker um sich, also auch in seiner Differenziertheit? Das muss jetzt leider Frau Rieger übersetzen. Voilà, je connais ce type d'agriculture régénératrice et j'en ai entendu parler il y a 25 ans déjà et ça, on a commencé à pratiquer cela en Amérique du Sud. Mais je me demande si c'est une pratique culturelle positive, très utile. Pourquoi est-ce que ça n'est pas pratiqué à une échelle beaucoup plus large? C'est la question que je me pose. François. Linson, gegebenenfalls auch an die beiden französischen Gäste. François? François, oui. Mon micro. Oui, entendez, alors? Je vais commencer à répondre et je pense que M. Gassler pourra compléter.
Alors, si on s'interroge pourquoi ce type d'agriculture, en général, je vais parler de l'agriculture de conservation des sols, en particulier de l'agroécologie en général, pourquoi ce système n'est pas compatible? Parce que tout simplement, il va à l'encontre du modèle productiviste qui a été imposé dès le milieu du siècle dernier. Il faut savoir qu'en Allemagne, par exemple, déjà les agriculteurs, avant la Seconde Guerre mondiale, les agriculteurs allemands, certains agriculteurs allemands, s'interrogeaient et se rendaient compte qu'ils allaient droit dans le mur, si on peut dire. Et donc, le véritable problème n'est pas de dire est-ce qu'on a une agriculture durable qui fonctionne. Ça, on sait qu'on sait le faire. C'est la preuve, ça, on l'a prouvé. Ces systèmes-là, ils fonctionnent. Et s'ils ne sont pas répandus dans le monde, autant qu'on le voudrait, c'est plus un problème de société, de prise de décision collective, qu'un problème technique. Et en plus, l'agriculture de conservation des sols concerne également les grandes cultures qui garantissent la sécurité alimentaire et la sûreté alimentaire, sont des systèmes très complets et qui répondent parfaitement à la demande de nourrir la planète. Souvent, c'est l'objectif principal qui est mis en avant. Donc, et je pense qu'il faut restituer... S'il vous plaît, interrompt pour traduction. Ja, es ist ja so, dass diese bodenerhaltende und erneuernde Landwirtschaft durchaus bekannt war. In Deutschland sogar schon vor dem Zweiten Weltkrieg. Und es war schon klar, es war vielen bewusst, dass diese nachhaltige Landwirtschaft auch eine Wirkung zeigt, die funktioniert. Aber es hängt auch ab von einer gesellschaftlichen, grundsätzlichen Entscheidung. Und es geht ja nun, sie funktioniert auch bei der Erzeugung der wichtigsten Grundnahrungsmittel. Und das ist unbedingt wichtig, weil wir ja auch den ganzen Planeten ernähren müssen. Je résume vite le commentaire qui est sur le chat. La semi-directe sous couvert végétal existe en Allemagne. C'est Madame Schuller, oui, je crois, qui marque ça. Mais les machines sont très chères, elle dit. Il faut les acheter, il faut les entretenir. Et c'est très cher. Et pas tous peuvent se payer des appareils comme ça. Voilà. Ouais. Alors, c'est bien pour ça que la problématique économique est importante à aborder. Par exemple, on voit qu'on soutient massivement le développement de l'agriculture biologique qui permet aux agriculteurs en bio de faire la transition sur leur ferme. Par exemple, il pourrait être intéressant de s'interroger pourquoi on ne le fait pas pour l'agriculture de conservation des sols. Enfin, là, je parle du système français. Ensuite, quand on parle de machines très chères, il y a des solutions qui existent. En France, par exemple, on a mis en place des climats qui sont des groupes d'achat collectif. Et cette agriculture de conservation des sols, elle est beaucoup moins chère sur les mises en culture. C'est-à-dire que la marge dégagée par l'agriculteur qui va passer dans les sols, il va avoir beaucoup moins de charges de mécanisation, beaucoup moins de charges, de, par exemple, en achat d'énergie, de réduire quasiment de moitié son gasoil. Il n'a plus de charrues, plus de casseurs de cailloux. Enfin, je veux dire, on va remplacer une dizaine de machines par une seule. Voilà, donc je pense que Alfred, voilà, je ne sais pas si Alfred... Vielleicht ganz kurz, ja, die Maschinen werden, es werden weniger Maschinen gebraucht, ich fasse es ganz schnell zusammen, weniger Maschinen gebraucht und weniger Treibstoff gebraucht, weil man eben die Steine da lässt, wo sie sind und weil man... So François Stück, damit auch wiederum Einsparungen hat. Ich kann die Details jetzt nicht sagen und wir haben beide, Frau Rieger und alle zusammen, ja das Problem, dass die Leitung zu François Stück eine très mauvaise ta communication pour cause de rendement de connexion. Oui, le rendement n'est pas très à point. Also das ist die zusammenfassende Antwort und ich leite jetzt schon langsam über zum... Nein, ich leite jetzt schon über zum Schluss. Wir würden gerne noch mal eine oder zwei Fragen hier rausnehmen aus dem Chat. Der Biolandwirt wird eben mehr Bodenbearbeitung vornehmen, um die Unkräuter in den Griff zu bekommen.
Auch da kann ich jetzt nur aus dritter Hand sozusagen zitieren. Wir haben lange gesucht, das richtige Wort zu finden. Das sind die Beikräuter, habe ich jetzt gelernt. Wir hatten da Probleme, das zu übersetzen, weil das auf Deutsch mir fremd war, ja, dieses Wort. Ich habe auch Unkraut gelernt. Also die Beikräuter, da gibt es dann auch interessante Methoden, das zusammen abzustimmen. Aber ich bin jetzt kein Fachmann. Herr Linz, wenn Sie vielleicht einfach jetzt schon versuchen, mal einen Bogen zu machen, um auch, weil wir wissen, dass Sie um 18 Uhr, Schlag 18 Uhr, hier aus dem Studio müssen. Und dann möchte ich gerne Sie jetzt zu einer Stellungnahme, Zusammenfassung nochmal ermutigen. Bitte. Ja, vielen Dank. Ich will nochmal betonen, dass ich über jede neue Idee, über jedes Gespräch, wie man Bodenleben, wie man Bodenbearbeitung verbessern kann, sehr dankbar bin, weil das dann sozusagen Humus gibt für die Diskussion im Europäischen Parlament, gerade was eben dann dieses vielleicht technokratische Instrument der Eco-Schemes betrifft, weil das müssen wir ja mit Leben füllen in den nächsten Monaten, Wochen und Monaten, und da hat mir der heutige Abend geholfen. Ich will einfach davor aber auch ein bisschen warnen, zu sagen, so, jetzt haben wir ein System gefunden und das ist sozusagen der Segen für die ganze Welt. Das kann ich im da, wo es trocken ist, da, wo es nass ist, da, wo es sandig ist, da, wo es lehmig ist. Ich kann das in den verschiedenen Agrarbereichen, dort, wo Gemüse angebaut wird, dort, wo Getreide angebaut wird, dort, wo Futterbau für die Tierhaltung stattfindet, anwenden. Da wäre ich jetzt vorsichtig, oder das wäre mir zu vorschnell zu sagen, jetzt haben wir das System gefunden, das ist sozusagen das Einzigste, was wir noch fördern auf der europäischen Ebene. Nein, ich will Anreize setzen, dass ausprobiert wird, dass Landwirte aus einem Tool von verschiedenen Möglichkeiten auswählen können. Das nehme ich heute Abend mit und fühle mich da gestärkt. Das ist sehr schön, Herr Linz, vielen Dank. Es gibt eine ganz klare, genau. Stopp, ihr beiden, es gibt eine ganz klare Frage an Herrn Linz. Sie kommt gleich, ja. Ist die Frage, gäbe es denn die Möglichkeit, Herr Linz, diese Thematik, die wir jetzt eben behandeln, mit der so zu verbinden mit der Agrarpolitik, dass die Erosionsvermeidung in die erste Säule aufgenommen wird? Ich kann das jetzt nur weitergeben, weil ich da nicht Fachfrau bin. Ja, als Konditionalität, das Wort Konditionalität ist sogar noch wichtig. Genau. Das ist die Vorbedingung für die Förderung in der ersten Säule. Alors, il y a une question très politique là qui est lancée, qui demande si on ne pouvait pas lier donc ces techniques-là, je le mets en général, aux subventions qui seront données en fonction des tailles des exploitations. Voilà, Monsieur Linz, bitte. Ich bin immer mehr für Anreizsetzung als für Konditionalität, das heißt also Auflagen zu machen, sondern ich glaube, dass es besser eben diese Dinge, die wir jetzt heute Abend diskutiert haben, in diesen Ökologisierungsmaßnahmen angesetzt sind. Übrigens, da bin ich gar nicht ideologisch sozusagen aufgebaut, sondern da sehe ich durchaus Flexibilitäten, ob das dann in Säule 1 oder in Säule 2 stattfindet. Wichtig ist, dass wir eine Mindestbindung auf der europäischen Ebene für Umwelt- und Klimaschutz und damit auch Bodenerosion hinbekommen. Aus welcher Säule, das mögen andere diskutieren, wo es dann besser ist. Da wünsche ich mir die entsprechenden Flexibilitäten und in der Richtung werde ich kämpfen. Vielen Dank, Herr Linz, für diese Zusage, nenne ich es jetzt mal, ja, dass wir dann manches da hoffentlich dann tatsächlich auch wiederfinden, wenn Sie das schaffen, im Agrarausschuss das zu erläutern. Wir geben Ihnen natürlich gerne auch den ganzen Film mit, und wenn Sie den François Stück einladen wollen, wenn er in Paris im Parlament war, dann kann ja auch vielleicht der Agrarausschuss eine Einladung mal machen. Diese Möglichkeit jedenfalls, die besteht. Natürlich wissen wir, und ich denke, da ist auch, so habe ich das verstanden in der Darstellung, auch in dem Bericht jetzt über den Film, dass es genau nicht darum geht, ein ideologisches Korsett aufzurichten, sondern so wie ich die Landwirte da höre in den Interviews, dass es wirklich um eine Anpassung an die regionalen Notwendigkeiten geht und dass es verschiedenste Methoden sind, die zusammenspielen und die dann eben auch gemeinsam entwickelt werden. Ich
denke, wir sind tatsächlich jetzt der Zeit geschuldet an dem Punkt, wo wir allen herzlich danken. Natürlich zuerst dem Herrn Linz für sein Kommen, auch wenn es jetzt, dass Sie sich diese Zeit rausgenommen haben. Nous remercions tous les interlocuteurs, les acteurs, tous ceux qui ont suivi donc en direct notre entretien, notre rencontre franco-allemand et européen. Wir haben auch Unterstützung bekommen, das muss ich ja doch noch sagen, solange Sie noch da sind, ja, vom Deutsch-Französischen Kulturinstitut in Tübingen, vom Europazentrum in Stuttgart. Und wir haben diese technischen Auslagen, die uns jetzt da aufgelaufen sind, Unterstützung vom Deutsch-Französischen Bürgerfonds, der ja erst im April gestartet ist und der uns hier großzügig finanziell fördert, damit wir diese Aufzeichnungen und diesen Livestream machen können. Herzlichen Dank, Brunhilde Reiser vom Evangelischen Bildungswerk Oberschwaben und für die Akademie, für die ich ja hier bin, und den Kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt. Danke allen, die jetzt auch als Fachleute sich hier eingebracht haben und einbringen werden. Ich denke, wir sind ja mit diesem Livestream, mit diesem Gespräch jetzt mit Ihnen, Herr Linz, in den Auftakt gekommen und hoffen natürlich auf Resonanz und Anmeldungen. Sie können sich gerne nochmal melden, wenn Sie sagen wollen, wann ist es genau in Nürtingen, wann ist es genau in Tübingen. Das wissen wir nämlich noch nicht. Wir wissen nur, 28. September, 19.30 Uhr, Kino Soler in Wangen im Allgäu. Da kommt dann der ganze Film in deutscher Synchronfassung. Und voilà, merci Alfred, merci François. Vous restez un petit moment encore en ligne, comme ça on pourra continuer encore un moment pour voir quelles seraient les continuations. Herzlichen Dank nochmal an alle, Herr Linz. Und damit Sie sich erinnern an unser Gespräch, das habe ich Ihnen, glaube ich, schon mal geschenkt, sind Kulis, braucht man immer, weil die verliert man immer. Die kommen von unserem KDA und dann nutzen Sie sie hoffentlich in dem Sinn. Diversifikation und Biodiversität, Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft. Alles Gute, Herr Linz, vielen Dank. Vielen herzlichen Dank an Sie, Herr Knoch, an Sie, Frau Reiser. Dankeschön. Merci, vielen Dank. Und meinerseits vielen Dank auch an den Techniker, der versucht hat, fast alle Schwierigkeiten, die wir zwischendrin hatten, auch auszubessern. Das bedeutet ein hohes und gutes Nervenkostüm. Vielen Dank, dass Sie auch alle dran geblieben sind. Das ist einfach bei Live-Schaltungen der Fall. Aber vielleicht haben Sie es mitbekommen, auch die große einwöchige internationale Tagung zu HIV ist immer wieder ganz zusammengebrochen. Das ist uns nicht passiert. Und ich denke, wir sind ein gutes Stück vorangekommen. Wir konnten nicht alle Chatfragen aufgreifen. Seien Sie sich sicher, mit denen werden wir noch weiter umgehen. Ich möchte mich auch bei der Stadt Mengen bedanken, die uns den Raum und die Aufzeichnungsmöglichkeiten zur Verfügung gestellt hat. Ansonsten wäre das auch nicht so problemlos möglich gewesen. Und Ihnen, Frau Rieger, auch, dass Sie auch die Geduld und die Nerven und die Konzentration hatten, unsere langen Phasen immer wieder zu übersetzen und auch vor allem zu verstehen. Herzlichen Dank. Gerne. Ich denke, wir verabschieden uns auf dem Weg bei den Zuschauern, Zuhörern. Albrecht Knoch kann uns hoffentlich noch sagen, wo wir den Livestream dann nachträglich noch sehen können, wenn unsere Zuschauer und Zuhörer das gerne auch anderen weitergeben möchten, was wir natürlich hoffen. So ist es. Wir haben noch nicht ganz die Adresse jetzt festgelegt. Wir werden das noch Ihnen gerne auch per Mail dann mitteilen. Alle, die jetzt hier dabei waren, hatten sich ja per Mail gemeldet, um für heute sich anzumelden. Und insofern gehe ich jetzt davon aus, dass es datenschutzkonform ist, wenn wir Ihnen dann den Ort nennen, sobald wir den haben. Nächste Woche wird es wahrscheinlich sein, wo wir die Aufzeichnung hinterlegt haben. Und dann können Sie natürlich auch den Trailer nochmal sehen. Da gibt es auch einen Ort, wo er separat abzurufen ist. Und wo Sie dann auch die Kontaktadressen haben unter Vimeo. Dort ist die Plattform, wo der Film steht. In der deutschen Fassung. Manche haben mir gesagt, ja, ich habe das auch schon in der französischen Fassung dort gefunden. Aber wir haben es ja auch jetzt schon übersetzt, diesen Teil. Und werden dann, wie gesagt, auch den Rest noch fertig machen. Herzlichen Dank an Sie alle. Und dann eine gute Zeit und hoffentlich auf Wiedersehen in diesem oder in einem anderen Zusammenhang. Alles Gute. Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.